Guten Abend miteinander. Früher hat man fast in jedem Haushalt ein Steingutfass mit eingemachtem Sauerkraut angetroffen. Mit dieser seit Jahrhunderten bekannten Konservierungsmethode hat man gesunde Vitamine, die ja im Kabis reichlich vorhanden sind, im Winter übergerettet. Heute sind die Fässer und auch der Kabishobel aus den Wohnungen verschwunden. Sauerkraut wird aber immer noch ganz natürlich aus Salz und aus Kabis hergestellt. Im Familienbetrieb, wie hier bis Ossers in Schönenbuch, wird der sogenannte Einschneidekabis angebaut. 8 bis 10 Millionen Kilo von diesen besonders grossen Köpfen werden jedes Jahr geerntet und in den Keller, wie zum Beispiel bei Coop Basel, zu Sauerkraut verarbeitet. Zuerst werden die harten Strünke ausgebohrt, dann der Kabis eingeschnitten und sofort in die Stande geschichtet. Wie früher daheim wird jetzt der Kabis mit nichts anderem als Salz und verschiedenen Gewürzen vermischt. Durch die natürliche Milchsäuregärung verwandelt sich dann der Kabis innerhalb von 21 bis 26 Tagen zu Sauerkraut. Bei Coop bekommen sie es jetzt wieder den ganzen Winter durch in verschiedenen regionalen Spezialitäten. Nicht sauer, aber auch nicht weniger gut für die Gesundheit ist die neueste Kreation von der Coop Bäckermeister, das Vier-Saaten-Brot. Neben Vollkornmehl und Roggenflocken enthält das neue Spezialbrot unter anderem Baumwollsaat, Sesamsaat, Sonnenblumenkerne und Leinsamen. Durch die weitere Spezialität ist das Brotessen noch abwechslungsreicher geworden und so vielseitig wie das Angebot von Markenartikeln bei Coop. Vielleicht haben Sie wieder mitgemacht am Markenspiel und dann sind Sie wahrscheinlich gespannt, wo er hinten stehen bleibt, der Markomat. 5 Artikel haben wir Ihnen ja zur Auswahl vorgelegt. Und jetzt wissen wir gerade die Lösung. Er bleibt stehen, hinten zu oben auf L'Oréal. L'Oréal wäre also die Lösung und alle möglichen Gewinner sind jetzt hier dem Corbin, den Philipp mitgebracht hat. Danke vielmals, Philipp. Und jetzt ziehen wir den Gewinner. Wer gewinnt die 1000 Franken? Die Eva macht das immer wieder mit einem neutralen Handy, nehme ich an. Oha. Entschieden hast du dich für eine Frau, Irma Schürpf in Weiermatt. Und zwar 4653 Obergösgen. Wir gratulieren ganz herzlich. Grüezi miteinander. Unser Novemberrezept für Gäste ist eigentlich fast ein vorzogliches Festtagsmenü. Ich bin aber sicher, dass Ihr Besuch auch jetzt schon ganz gerne zugreifen wird. Eine etwa 3 Kilo schwere Gans habe ich einen Tag und eine Nacht im Kühlschrank auftauen. Loses Fett entfernt, gewürzt und die Haut mit einer Nadel gut einstechen, damit das Fett besser ablaufen kann. Am besten wird die Gans in so eine Folie verpackt, bevor sie dann zum Braten in etwa 200 Grad heißen Ofen kommt. Für die Füllung habe ich ein Päckchen Maroni in Salzwasser gekocht und abtropfen. Äpfel, Zwiebeln und Leber in Stück geschnitten. All diese Zutaten werden mit Salz und Pfeffer gewürzt und vermischt. Nach rund 1,5 Stunden ganz aus dem Ofen nehmen, die Folie und das ausgelaufene Fett entfernen. Die Bauchhöhle füllen und die Öffnung mit ein bisschen Alufolie verschliessen. Nach weiteren 30 Minuten im Ofen kann man dann Gans und die Füllung auf einer vorgewärmten Platte anrichten. Gut dazu passen Rotkraut und Herdöpfelstock. Und wenn Sie das Rezept wieder ausprobieren, finden Sie die genauen Angaben wie immer in der Coop-Zeitung. Einen guten! Der tolle Herrenpulli offeriert Ihnen Coop für nur 39 Franken. Alle Reissorten an 1 Kilo und Uncle Ben's an 900 Gramm sind jetzt 40 Rappen günstiger. Das Kilo USA Vitaminreis zum Beispiel gibt es für nur 1,60. Das Duo Goldstar Käsküchli kostet jetzt nur 4,80 und das Kilo Bananen nur 1,50. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot, der Liter Coop Sonnenblumenöl für nur 3,50. Wir sind am Schluss für heute. Wie immer haben wir Ihnen nur einen kleinen Teil Angebot und Leistungen von Coop zeigen können. Wir sehen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf. Ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen.